Der Partie zwischen Viktoria Köln und dem SC Verl. Die Pressekonferenz wird heute präsentiert von unserem Sponsor des Tages, dem 12 Apostel. Das Spiel endete 3:2 für Viktoria Köln und wurde vor 596 Zuschauern ausgetragen. Zu meiner Rechten darf ich jetzt den Trainer aus Verl begrüßen, Andreas Golombek, und zu meiner Linken wie immer unseren Trainer Tomik Kaczmarek. Herr Golombek, Ihr Statement bitte zum heutigen Spiel. Ja, also erstmal Glückwunsch an Tomek und seine Mannschaft. Ich glaube, ganz zum Schluss geht es in Ordnung. Nur jeder versteht mich vielleicht ein bisschen, dass ich einen Riesenhals habe. Es ist so, das Spiel fängt an. Victoria vielleicht auch so ein bisschen auch unterschätzt, weil wir sind eben nicht die große Mannschaft und haben auch nicht diese Möglichkeiten wie andere Mannschaften. Und dann haben wir durch den Konter dieses 1-0 durch Hamadi gemacht. Aber ab da war durch Viktoria wach und hat auch viel, viel Druck gemacht, viele, viele Aktionen über außen, Kopfbälle, die wir dann irgendwo verhindern konnten. Also, dass wir keinen kontrollierten Kopf mehr machen, aber da hätten wir schon Pech gehabt. Also, wenn Pech gehabt hätten, hätte es auch schon kriegen können, nur das kriegen wir ganz gut hin. Ja, und ich habe gesagt, wenn man zu Viktoria Köln fährt, muss eigentlich sehr, sehr viel passen. Man muss ein bisschen Glück haben, man muss über die Grenzen gehen.
Und dann habe ich so ein bisschen das Beispiel Wolfsburg Real Madrid gesagt. Ja, man muss ja eine Mannschaft irgendwo aufbauen und sagen, eigentlich können wir mit Victoria Köln überhaupt nicht vergleichen. Also das sind Welten. Aber die Jungs haben es gut gemacht, sie haben gekämpft, sie haben alles versucht. Dann gehen wir in Führung. Dann wird der Druck aber zweite Halbzeit so enorm. Haben wir viel Glück gehabt, Pfosten, Latte, dreimal geblockt. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, man muss Glück haben. Dann fällt das 2-1 für Victoria und gehen natürlich die Köpfe ein bisschen runter, aber auch da, meine Mannschaft ein Riesenkompliment. Gibt es einen Freistoß und funktioniert. Dann gleicht man aus und hofft natürlich dann dieses Ergebnis. Irgendwie ist das auch ein Punkt, ein sehr, sehr gutes Ergebnis für uns, weil wir doch gegen den Abstieg kämpfen müssen und brauchen jeden Punkt. Und dann hatte ich den Eindruck, dass hier jemand was vorbereitet. Ganz ehrlich, das ist nicht böse gemeint. Wenn Kaminski sich fallen lässt, ohne Gegenspieler ist das gelb, verstehe ich. Wenn aber Victoria sich auch fallen lässt im eigenen gegnerischen 16, ist das auch gelb, nur da gibt es keinen. Wenn der Linienrichter sich zu der gegnerischen Seite dreht und der Schiedsrichter pfeift zur anderen Seite, verstehe ich das nicht. Und es kam mir so vor, der Druck war immer größer und ich habe gesagt, passiert die nächste Aktion, wo man irgendwas pfeifen kann, dann wird es gepfiffen. Genau so kam es dann. Natürlich haben wir dann auch zwei, dreimal Glück gehabt, aber dann spielt Mario Bertram ganz klar den Ball ins Aus. Ja, also wir haben ja auch eine Videokamera dabei, also ich schicke gerne das Video hier hin und dann kommt der Spieler von Victoria zu spät. Ganz klar. Und dann pfeift man in der 90 Minute einen Elfmeter und verliert. Und das ist natürlich ganz, ganz bitter für meine Mannschaft, weil diese Mannschaft, Victoria Köln, ist so stark und hat so viel Qualität, die brauchen keine Hilfe von einem Schiedsrichter. Es waren nur 3 Minuten, wahrscheinlich hätte es sowieso gemacht. Der Druck war so groß, aber da bin ich maßlos enttäuscht, weil dann brauchen wir nirgendwo mehr hinfahren. Also für uns wäre das ein Riesenerfolg gewesen. Jetzt muss ich irgendwie die Jungs wieder aufbauen, weil für uns geht es ein bisschen um was. Wir haben da noch, stecken da noch richtig drin, anderen Mannschaften punkten. Deswegen hoffe ich, dass ich das hinkriege bis Lotte und dass wir da vielleicht diesen Punkt, den wir heute verloren haben, dass wir den wieder holen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Gorombek. Tomek, auch dein Statement bitte. Ja, guten Tag zusammen. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Ich glaube, dass das insgesamt ein sehr, sehr spannendes und interessantes Fußballspiel war. Ich bin der Meinung, dass unsere ersten 15 Minuten heute mit die schlechtesten waren in dieser Saison. Wir kamen raus ohne jegliche Körpersprache, ohne irgendwo eine Spannung. 3, 4 Spieler absolut nicht gut drauf, das hat mir nicht gefallen. Was dann typisch ist, auch das Gegentor, dann die Reaktion, unsere Reaktion in der Situation auf diesen schlechten Beginn war sehr gut, weil ich finde, dass wir eigentlich ab der 15. Minute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Ich finde, dass ein paar Spieler, wenn ich gucke, in was für einer Verfassung Mike Wunderlich schon wieder ist nach seiner Verletzung, was er heute für ein Spiel gemacht hat, da waren auch noch 3, 4 andere auf dem Platz, die heute richtig gut waren. Insgesamt war es eine sehr gute Mannschaftsleistung, vor allem wenn es darum geht, was für einen Willen wir präsentiert haben, wie sehr wir das Spiel gewinnen wollten. Ja, es ist uns gelungen, uns allen sich gegenseitig in der Halbzeit nochmal zu pushen und herauszufordern, weil ich der Meinung bin, dass eine gute Mannschaft und den Anspruch haben wir an uns, eine gute Mannschaft zu sein. Oder sogar eine sehr gute Mannschaft zu sein. Und ich glaube, dass eine sehr gute Mannschaft so ein Spiel heute hier drehen muss und drehen soll. Das haben wir dann sogar noch zweimal gemacht, indem wir 2-1 in Führung gehen und 3-2. Und das spricht, glaube ich, für den Charakter und für den Zusammenhalt in dieser Truppe. Ansonsten, wie gesagt, jeder weiß, dass das Spiele gegen den SC Verl immer mit die unangenehmsten sind, weil die Mannschaft einfach sehr erfahren und sehr gut organisiert ist. Das ist immer, wenn man sich auf diesen Gegner vorbereitet, hat man Kopfschmerzen als Trainer. Aber gut, heute haben wir es wieder geschafft zu gewinnen. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche Freitagabend hier möglichst viele Leute begrüßen dürfen, weil wir spielen nächste Woche hier gegen Gladbach 2. Das ist ein Spiel, wo es vielleicht, zum einen gegen sehr guten Gegner und zum anderen haben wir vor, diese Mannschaft noch einzufangen, einzuholen. Und wir freuen uns sehr auf dieses Spiel und würden uns über eine gute Kulisse definitiv extrem freuen als Mannschaft.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Auch dir vielen lieben Dank, Tomek. Seiten der Medien, gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Okay, dann darf ich Ihnen noch mitteilen, dass es nach dem spannenden Spiel jetzt gleich noch direkt wieder ein Topspiel hier im Sportpark Höhenberg gibt. Unsere A-Jugend spielt im absoluten Topspiel um 17 Uhr gegen den FC Hennef und freut sich natürlich auch über tatkräftige Unterstützung. Und für unsere erste Mannschaft geht es natürlich, wie der Trainer schon sagte, am kommenden Freitag weiter. Dann ist der Gast Borussia Mönchengladbach 2. Um 19.30 Uhr ist am Freitag Anpfiff. Und die nächste Auswärtsfahrt sind die Sportfreunde Lotte. Das ist am 23. April um 14 Uhr dann in Lotte. Vielen lieben Dank, dass Sie heute hier waren. Und wir wünschen Ihnen allen noch ein schönes Restwochenende und natürlich der Mannschaft vom SC Verl eine gute Heimreise. Vielen Dank.